Heute zeige ich dir eins der simpelsten Brote, das du nur einmal vorbereiten musst und nach ein paar Tagen im Kühlschrank eigentlich nur noch backen musst. Und dann kannst du davon einige Tage auf wirklich vielen verschiedenen Weisen essen. Außerdem hast du wahrscheinlich gerade alles dafür schon zu Hause, sodass du direkt mit diesem richtig guten Focaccia-Rezept anfangen kannst. Das erste, was du brauchst, sind 1 Kilo Mehl vom Typ 550 und das kannst du einfach schon mal in deinen Mixer tun. Wenn du es noch ein bisschen besser machen willst, kannst du auch eine Mischung aus 850 Gramm vom Typ 550 und 150 Gramm Pizzamehl vom Typ 00 nehmen und das dann einfach zusammenmischen. Dadurch lässt sich der Teig am Ende noch ein bisschen einfacher strecken, aber wenn du gerade nur normales 550 Mehl da hast, reicht das auch. Das Mehl kannst du dann erstmal an die Seite stellen und dann brauchst du 830 Gramm warmes Wasser, am besten etwa 38 Grad Celsius warm. Du siehst hier, dass mein Wasser so ein bisschen gelblich ist. Das liegt daran, dass ich letztens eine Pizzasauce gemacht habe, wo ich Tomaten für fermentiert habe und das ist die Flüssigkeit, die am Ende übergeblieben ist. Das bedeutet also, dass da ein bisschen was von dem Tomatengeschmack und ein bisschen Salz mit drin ist. Das war aber noch nicht genug Flüssigkeit, deswegen habe ich noch ein bisschen normales Wasser mit drauf gegossen und du siehst auch, dass es in einem Topf mit einem Thermometer ist, was einfach daran liegt, dass ich es vorher im Kühlschrank gelagert hatte und jetzt natürlich noch einmal schnell aufwärmen muss, deswegen mache ich es auf dem Herd. Da du natürlich jetzt nicht so eine Flüssigkeit hast, kannst du einfach ganz normales Wasser auf 38 Grad aus dem Wasserhahn rausholen. Wenn du das aber auch mal exakt so machen willst wie ich mit dieser Tomatenflüssigkeit, dann schau dir einfach mal das Video am Sonntag an. Da mache ich nämlich eine richtig gute Pizza mit eben dieser selbstfermentierten Soße, wo dann eben auch diese Flüssigkeit überbleibt. Jetzt machen wir aber erstmal mit dem ganz normalen Rezept weiter. Dafür musst du dir jetzt 20 Gramm Salz abwiegen und außerdem brauchst du noch 30 Gramm Olivenöl. Dann nimmst du dir dein warmes Wasser und tust entweder 7 Gramm Trockenhefe rein oder wenn du sowas hier hast, das ist Sauerteigstarter, dann kannst du auch einfach 150 Gramm davon reintun. Wenn du jetzt nicht weißt, was Sauerteigstarter ist, dann ist das kein Problem. Nimm einfach Trockenhefe. Wenn du aber mal ein ganzes Video dazu sehen willst, schreib es unten rein. Dann mache ich ein Video dazu und zeige dir auch, wie du nur mit Mehl und Salz und ein bisschen Wasser richtig gutes Brot oder alles andere backen kannst. Das Ganze mischst du dann jetzt einfach einmal ein bisschen durch, sodass alles gleichmäßig verteilt ist. Und dann kannst du bei laufender Maschine die Flüssigkeit langsam reintropfen lassen. Ich habe das so in 2 bis 3 Teile aufgeteilt, aber das war leider ein bisschen zu schnell. Also nimm dir da ruhig ein paar Minuten Zeit und mach immer nur ein kleines bisschen mit rein. Weil wenn du das alles so schnell reinkippst, wie ich das gemacht habe, dann bleibt der Teig viel zu flüssig. Das hat einfach was damit zu tun, wie das Mehl Wasser aufnimmt. Es ist nämlich so, dass wenn du ein bisschen Wasser reintust und das Mehl das komplett aufgenommen hat, dann kann es viel mehr Flüssigkeit aufnehmen, wenn du dann wieder was reintust. Im Gegensatz zu, wenn du es einfach alles auf einmal reinschmeißt. Das Problem ist dann einfach, du siehst es, der Teig ist so flüssig und richtig schwer zu arbeiten. Wenn du das Wasser aber langsam reintust, sollte er schon ein bisschen fester sein, als er jetzt bei mir ist. Wenn die ganze Flüssigkeit dann drin ist, lässt du den Teig einmal 10 Minuten kneten. Dann kannst du dein Salz mit reinschmeißen. Ich habe das jetzt nicht gemacht, weil ich hatte ja schon Salz in meiner Flüssigkeit drin. Dann lässt du es nochmal 10 Minuten kneten und packst dann dein Olivenöl mit dran. Jetzt sind wir dann auch schon beim eigentlich unangenehmsten Teil des Ganzen angekommen. Und zwar muss jetzt dieser richtig flüssige Teig auf dein Brett drauf und es muss von Hand eine richtig schöne Glutenstruktur gemacht werden. Dafür machen wir was, das heißt Slap and Fold. Dabei nimmst du den Teig so von der Seite hoch, als wären deine Hände Schaufeln. Und dann klatscht du den Teig auf dein Brett und schmeißt ihn über sich selbst drüber. Das ist ein bisschen Übung, vor allem wenn man es das erste Mal macht. Aber wenn du das ein paar Minuten gemacht hast, wird der Teig langsam aber sicher immer fester, beziehungsweise lässt sich immer besser hochheben, weil er einfach stabiler wird. Da ich aber ja auch den Fehler gemacht habe, dass ich die Flüssigkeit zu schnell reingemacht habe, hat das alles jetzt noch nicht ganz gereicht. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, alle 10 Minuten einen Stretch and Fold zu machen. Du siehst hier schon einmal, wie ich das mit diesem Teigschaber gemacht habe, weil der Teig jetzt schon noch sehr am Kleben war. Dann habe ich erstmal den Teig von meinen Händen abgemacht und einmal für etwa 10 Minuten ruhen gelassen. Um jetzt einen richtigen Stretch and Fold zu machen, musst du mit nassen Händen unter den Teig gehen, ihn einmal an jeder Ecke hochziehen und über sich selbst drüber klappen. Das machst du dann mit jeder Seite und dann solltest du auch schon sehen, wie er langsam wirklich stabil wird. Ich habe das etwa 3-mal gemacht und da habe ich schon gemerkt, dass er wirklich eine gute Struktur hatte und kaum noch auf dem Brett verlaufen ist. Hier siehst du jetzt einmal den Vergleich, also auf der linken Seite ohne den Stretch and Fold und auf der rechten Seite dann nach 3-mal 10 Minuten ruhen und Stretch and Fold. Der sieht viel stabiler aus und hält sich auch viel besser von selbst. Jetzt kannst du dir einen großen Behälter nehmen und den einmal ein bisschen einölen, sodass gleichmäßig überall eine kleine Schicht Olivenöl ist. Und dann nimmst du dir deinen Teig und hebst ihn nochmal ein paar Mal in sich ein. Das heißt übrigens auch noch Stretch and Fold und das mache ich einfach, um nochmal wirklich eine schöne, gleichmäßige Schicht oben zu haben und eine ausnahmslos perfekte Struktur im Teig zu haben. Dann kannst du das Ding in deinen geölten Behälter reintun, luftdicht verschließen und für 48 bis 72 Stunden im Kühlschrank lassen.
Während wir warten, möchte ich schon mal einmal den Sponsor von diesem Video danken. Also ein Riesendank geht an... Was? Wir haben noch gar keinen Sponsor. Oh. Achso, ja, stimmt. Da dieses Video von niemandem gesponsert ist, wäre es wirklich nice, wenn du einen Daumen nach oben gibst, einen Kommentar schreibst und außerdem das Video teilst, damit noch mehr Leute dieses Video sehen. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, abonniere natürlich auch den Kanal und aktiviere die Glocke, weil davon werde ich mir auf jeden Fall einen Keks kaufen. Aber jetzt mal Spaß beiseite, jede Aktivität unter dem Video unterstützt diesen Kanal wirklich. Also vielen Dank für jeden Kommentar und jeden Like. Nachdem du jetzt die Werbung und 2 bis 3 Tage Warten überstanden hast, sollte dein Focaccia-Teig so aussehen. Du siehst hier also richtig schöne Bläschen und du merkst auch einfach, dass er richtig viel Luft in sich hat. Und jetzt musst du fast nichts mehr machen. Du brauchst jetzt so eine große Auflaufform oder irgendwie ein tiefes Blech. Und das ölst du richtig großzügig mit Olivenöl ein. Also wirklich den kompletten Boden bestreichen und die kompletten Seiten einölen. Und wenn du jetzt glaubst, dass ich zu viel benutzt habe, dann kann ich dir schon sagen, nein, es ist nicht mal genug gewesen. Also es war wirklich noch nicht genug Öl. Oder vielleicht habe ich es einfach nicht gut genug verteilt. Aber mein Teig hat trotzdem noch später am Boden geklebt. Wenn du das dann eingeölt hast, kannst du deinen Teig einfach da reinfallen lassen. Und dann versuchst du ihn vorsichtig bis in die Ecken zu ziehen. Das ist natürlich auch so ein bisschen Übung, aber du kannst immer mal wieder mit der Hand drunter gehen, ihn hochziehen und strecken. Und hier hilft einem dann das Pizzamehl, was man am Anfang mit reingetan hat, weil er einfach viel einfacher zu strecken ist. Und ich habe zwar gerade gesagt, du musst vorsichtig sein, aber eigentlich musst du nur darauf achten, dass du ihn nicht zu sehr zerdrückst, weil sonst ein bisschen was von der Luft rausgehen kann. Und das wollen wir auf gar keinen Fall. Aber im Normalfall, solange du ihn beim Ziehen nicht zerreißt, ist alles in Ordnung. Wenn der Teig dann mehr oder weniger gleichmäßig verteilt ist, kannst du deine Ölhände einmal sauber machen und dann muss das Ding komplett in Frischhaltefolie eingewickelt werden. Und ja, ich weiß, das wirkt jetzt ein bisschen verschwenderisch. Und wenn du irgendwie eine Auflaufform hast, die du wirklich luftdicht verschließen kannst, solltest du am besten die benutzen. Da ich das aber leider nicht habe, muss ich es mit Frischhaltefolie machen. Aber ich benutze die Frischhaltefolie danach nochmal für andere Sachen, weil eigentlich kommt die ja mit nichts in Berührung und ist deswegen nicht dreckig oder so. Aber du musst natürlich wissen, wie du es machen willst. So lässt du jetzt den Teig nochmal 3 Stunden aufgehen. Und dann ist er schon fast fertig für den Backofen. Der allerletzte Schritt, den du jetzt noch machen musst, ist einfach nur ein bisschen Salz mit Wasser mischen. Und damit musst du dann so Grübchen oder Dimpel reindrücken. Wenn du willst, kannst du auch vorher noch irgendwelche Toppings fertig machen und die da drauf schmeißen und dann die Dimpel machen. Ich habe es aber komplett ohne Toppings gemacht. Also einfach die Finger mit dem Salzwasser nass gemacht und dann einmal so über das ganze Ding so ein paar Dimpel reingedrückt. Achte dabei darauf, dass du nicht zu viel von der Luft rausdrückst. Wenn dann da überall gleichmäßig so kleine Kugeln drin sind, ist das Teil bereit für den Backofen. Darin lässt es jetzt bei voller Hitze, was bei mir 250 Grad sind, für so 20 bis 25 Minuten backen oder bis es eben gleichmäßig goldbraun ist. Du siehst dann auch, wie das Öl richtig schön das Brot frittiert und genau das wollen wir auch. Und wenn du es dann rausholst, sollte es ungefähr so aussehen. Was du hier aber auch siehst, ist, dass mein Backofen leider wirklich ungleichmäßig bräunt, deswegen gibt es ein paar zu dunkle Stellen. Und du siehst, dass ich da nochmal das Thermometer drin stecken habe. Wenn du es nämlich wirklich genau machen willst, kannst du auf eine Kerntemperatur von 95 Grad ansetzen. Jetzt musst du irgendwie versuchen, das Ding aus der Form rauszukriegen. Und wenn du es dann genug eingeölt hast, sollte es nicht am Boden festkleben. Bei mir war das trotzdem der Fall, ich habe es aber irgendwie rausbekommen und dann einfach auf so ein Gitter gelegt und kurz abkühlen lassen. Jetzt ist das Teil auch schon fertig und dann kannst du entscheiden, wie du das zerschneidest. Eine Option wären zum Beispiel lange, große Streifen. Ich habe aber versucht, möglichst gleich große Vierecke daraus zu machen, weil ich mir später noch ein Sandwich daraus machen wollte. Dafür habe ich mir nochmal ein Maßband genommen, das brauchst du aber nicht machen, du kannst es einfach grob abschätzen. Und wenn du das dann zerhauen hast, dann kannst du damit wirklich alles machen. Guck dir einfach mal an, wie luftig und fluffig das ist. Das Zeug ist wirklich perfekt für jedes Sandwich oder zum Beispiel für so einen Burger, den ich mir letztens gemacht habe. Und was ich auch schon damit gemacht habe, ist es einfach in kleinere Streifen zu schneiden und später beim Grillen nochmal einfach mit aufs Rost zu schmeißen, mit ein bisschen Olivenöl und schön anzuknuspern. Schmeckt perfekt und macht wirklich jeden glücklich.